Hallo YouTube, Simon von Games on Tables wieder hier und das ist jetzt das sechste und damit letzte Spiel der Swiss Round auf der Regional 2016 im Kultspiel in Dortmund. Mein letztes Spiel wieder gegen Scum and Villainy ist momentan einfach eine sehr starke Fraktion, wenn nicht sogar momentan im Meta die stärkste. Und ich spiele gegen Backfire, also meinen ebenfalls letzten Gegner in dem vorangegangenen Turnier. Er spielt diesmal aber keine Denguru-Liste, sondern auch eine Atani-Liste mit, ich glaube, Fenrau, Palop und Manaru. Plan der gleiche, Asteroiden ein bisschen verteilt aufstellen, um das große Schiff Manaru ein bisschen besser einschätzen zu können, beziehungsweise Flanker dazu zu drängen, weiter außen rumfliegen zu müssen. Und dann bei den gegnerischen Schiffen, da ich die Initiative hatte, mit den ganzen Token hin und her gedönst, versuchen, Palop als erstes zu erwischen. Denn Palop kann mir Fokus klauen und dadurch den ganzen Atani-Boys, den ganzen Atani-Mindlink-Schiffen zur Verfügung stellen. Das möchte ich eigentlich lieber vermeiden. Also ist mein Plan jetzt hier wirklich Palop zu jagen, versuchen an Manaru vorbeizukommen und muss gucken, dass das halt klappt. Insgesamt bin ich einigermaßen entspannt ins Spiel reingegangen, denn der Ausgang war für mich jetzt nicht so wichtig, für den lieben Backfire dafür schon. Er hat jetzt hier darum gekämpft, in den Cut noch reinzukommen. Und ich wollte es ihm definitiv nicht schenken, sondern wollte noch gucken, dass ich eigentlich auch mich ein bisschen besser im Cut platziere, dass ich in der ersten Runde vielleicht einen angenehmeren Gegner bekomme. Und habe deshalb trotzdem sehr, ja, versucht, sehr konzentriert zu spielen und meinem Plan zu folgen. Die beiden Protektorats werden jetzt hier erstmal über die Flanke fliegen, während Asajj sich in der Aufstellungszone erstmal langsam nach vorne bewegt. So ein bisschen ein bekanntes Spiel, wobei ich diesmal Terror auch nicht in die andere Seite gestellt habe, sondern Weiß über die Flanke schicke. Fenrau auf der anderen Seite gibt auch Gas über die Flanke. Boostet geradeaus. Und es zeichnet sich schon grob so ein bisschen ab, dass in der Mitte man sich treffen wird. Asajj soll sich also jetzt dann da reindrehen. Die beiden Protektorats, also Teroch kann jetzt auch zwischen den Steinen reindrehen. Der Kleine kann erstmal mit 5 geradeaus nochmal Vollgas geben und versuchen so ein bisschen in Flanke schrägstrich Rücken zu kommen, denn Manaru hat halt keinen Titel. Das heißt nur ein Zweierangriffswert. Palop hat, glaube ich, die Zwillingslaserkanone drauf. Kann also nerven. Und ja, von Fenrau versuche ich erstmal ein bisschen Abstand zu halten. Ich erhoffe mir von meiner Stresskontrolle, ihn halt zu grünen Manövern zu zwingen. Der Kleine, okay, er fliegt erstmal noch 4 geradeaus, um ein bisschen näher beim Stein zu bleiben. Kann dann aber jetzt hier mit dem Boost noch rum. Ist damit aus dem Feuerwinkel raus, wodurch seine automatischen Schubdüsen wieder angewandt werden können. Palop versucht dann eine Zielerfassung, einfach um auch zu wissen, ob er auf Reichweite 3 steht und schießen kann. Fokus haben ja alle schon durch Manaru. So, Asajj sponsert den Fokus für meine Bande. Und hier bin ich überlegen, ob ich mit Fenrau näher ran booste oder Fassrolle. Ich habe mich für die Fassrolle entschieden, einfach um einen besseren Winkel zu haben für die nächste Runde quasi. Ja, Fen auf der anderen Seite. Also ich habe, glaube ich, meines Fen genannt. Also ich habe natürlich den Old Terror auch immer noch. Fen auf seiner Seite. Macht ebenfalls eine Fassrolle, ist vielleicht dann in Reichweite für Asajj. Müssen wir gleich gucken. Auf jeden Fall fängt er erstmal an, gibt einen Fokus rüber auf Palop, kriegt dann mit Manaru sofort einen Fokus zurück durch das Atani Mindlink. Und Fen war knapp nicht in Reichweite, dafür ist Old Terror auch in Reichweite 3, aber ne, zwei Blanks, ein Hit ist jetzt nicht so viel. Und wieder zwei Blanks, ein Hit ist auch nicht so viel. Und da überlege ich jetzt, glaube ich, ob er einen Fokus ausgeben soll. Er hat jetzt, ich weiß nicht, ob er jetzt ein Schild weggenommen hat. Er hat den Fokus auf jeden Fall nicht weggenommen. Ich meine, er hat den Fokus eingesetzt und hat ihn jetzt einfach noch da liegen gelassen. Bin mir aber gar nicht ganz sicher. So, Zwillingslasergeschütz auf den Kleinen. Einem konnte er ausweichen, dem zweiten Schuss dann nicht mehr. Und Manaru macht zwei Treffer. Ah, okay, dann müsste er vorhin schon, glaube ich, aufs Schild genommen haben. Oder es war dann doch kein Auge, sondern ein Ausweichen. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall macht Manaru auch keinen Schaden.
Ja, jetzt der Versuch, an Palop ranzukommen. Das ist der Plan. Das heißt, der Kleine versucht jetzt, da er da, ja, nach Manaroo fliegt, ja, im Endeffekt mit einem schnellen Geradeausmanöver oder mit einem Dreier Bank, eher mit einem Dreier Bank, sich halt auf Palop zu bewegen und kann dann eine Fassrolle durchführen. Tendenziell möchte ich eigentlich gegen Palop auf Reichweite 3 kämpfen, aber dieser kleine Asteroid da vorne macht es mir so ein bisschen schwierig, wirklich auf Distanz 3 zu bleiben. Plus die Position für den Manaroo muss ich beachten, dass ich nicht da reinknalle. Der alte Terroch versucht dann schon mal sich Manaroo zuzuwenden und danach sich Palop zuzuwenden. Also wird er auch ein bisschen reindrehen. Ich war mir nämlich noch nicht sicher, ob Palop halt nach außen wegfliegen wird oder ob der auch ins Spielfeld Innere fliegen wird, um in Reichweite 2 für seine Fähigkeit zu kommen. Habe so ein bisschen darauf spekuliert, dass er halt näher ranfliegt. Und Azhar kann dann halt auch einfach erstmal mit einem Dreierbank oder Dreierecke sich in die Schlacht hineinbewegen. Da ich den Feuerwinkel jetzt nicht großartig nach rechts gedreht habe, denke ich mal, ich habe dann da den Dreierbank gewählt. Ja, Manaroo platziert sich einfach so ein bisschen zentral, verteilt Fokus für alle. Der Kleine kommt mit dem Dreierbank hinter Manaroo. Und da entscheide ich mich dann für eine Fassrolle, um Palop beschießen zu können. Wäre natürlich schön, wenn Palop sich jetzt Richtung Spielfeld Mitte drehen würde, dann wäre ich in Range 1 gewesen, macht aber nicht, er fliegt nach außen, jetzt bin ich leider in Range 2. Das ist genau die Distanz, die ich nicht haben möchte. Azhar fliegt hier mit dem Dreierbank in die Spielfeldmitte rein. Die steht allerdings jetzt relativ gut, finde ich. Kann halt auf jeden Fall Stress auf Manaroo verteilen, wodurch alle Gegner Stress bekommen, einfach durch das Mindlink. Nimmt den Fokus für meine Schiffe. Der alte Terroch bumpt in Manaroo rein. Kann also Manaroo gleich den Fokus wegnehmen, was allerdings nicht so gravierend ist. Dadurch, dass ich die Initiative habe, kann er danach mit Manaroo den Fokus weglegen und bekommt dadurch, nicht den Fokus wechseln, kann danach mit Palop den Fokus klauen. Dadurch kriegt Manaroo einen wieder und dann kann er Manaroo benutzen, um den wieder woanders hinzulegen und wieder einen zurückzubekommen. Das ist einfach da ein bisschen blöd, dass ich den Ini-Wurf nicht gewonnen habe. Er hat, glaube ich, 99 Punkte, dass er da die Wahl hatte. Und ja, dadurch funktioniert mein Terroch einfach in dem Matchup jetzt gar nicht mit seiner Fähigkeit. Trotzdem gibt es Stress für seine ganze Bande, immerhin. Das kann er nicht abschütteln. Ja, Fenrau macht da einfach mal mit dem Fokus 5 Hits raus. Ich nehme den Stress weg, gebe den Fokus aus, damit ich nur 2 Schaden bekomme. Der alte Terroch kann auf Reichweite 3 auf Palop schießen und das sind wieder 2 Blanks mit einem Treffer. Da weiche ich da ganz easy aus. Und Azhar schießt auf Manaroo Range 1. Das ist wieder nur ein Treffer, weil ich diesmal 2 Augen dabei habe und keinen Fokus leider mehr habe. Der kommt wenigstens durch. Achso, die Karten, die da oben zu sehen sind, sind vom Nachbarspiel. Deshalb hat man vorhin nicht gesehen, dass er bei Manaroo ein Schild weggenommen hat. Und ja, der Schuss vom Kleinen auf Palop, da war ich da auch wieder ganz easy aus. Sein Angriff dafür sind wieder 3 Hits. Ich kriege die nächste Schadenskarte drauf. Zweite TLT-Schuss. Einer reicht zum Glück nicht. Na, war es vielleicht doch Range 3, dass ich Schubdüsen nutzen konnte, weil ich habe ihm gerade einen Würfel gedreht. Auf jeden Fall schießt jetzt noch Manaroo. Da kann ich mit Schubdüsen aber auch ausweichen. Und so habe ich 3 Schaden insgesamt bekommen. Leider nur, was habe ich gemacht? Ein oder zwei? Einen habe ich nur gemacht, genau. Bisschen blöd. Muss jetzt gucken, dass ich weiter meinem Plan nachfolge und Palop hinterher hechel. Mit Azhar kann ich jetzt eigentlich ein ganz gutes Manöver fliegen. Ich habe den Winkel nach hinten gedreht. Was im Nachhinein nicht so gut wäre, ich hätte nach links drehen sollen, denn mein Plan ist jetzt mit einer Dreiecke nach links zu fliegen. Und ja, ich habe mich da so ein bisschen vertan mit der Position von den verschiedenen Schiffen. Manaroo kann jetzt nämlich eigentlich ganz bequem halt einen Sanders Loop fliegen, woran ich nicht so richtig denke. Kann zwar auch auf einen Bump setzen, ist aber eigentlich in der Situation gar nicht mal nötig. Der Kleine soll halt hinter Palop herziehen, da steht aber dann ein bisschen ungünstig der große Stein, der hinter Manaroo, dem Modell, so ein bisschen verdeckt ist. Das heißt, ich muss kurz nach außen drehen. Er setzt hier dann tatsächlich doch auf den Bump. Der Kleine dreht ab, weil
Er hätte Bank nach rechts fliegen müssen, um gerade hinter Pelop herzufliegen. Das kann er im Grunde nicht lange durchhalten. Beziehungsweise, was heißt nicht lange durchhalten? Er kann dann Pelop nicht wirklich beschießen, weil Pelop einfach abdreht. Ich kriege keinen Feuerwinkel hin, hätte boosten müssen oder sowas. Deshalb drehe ich jetzt erstmal um. Ich habe keine Dreiecke mit Asajj anscheinend geplant. Bleibt dann in Manru hängen und der alte Terroch. Da habe ich den auch geplant, um auf jeden Fall sicher eine Aktion zu haben. Bin ich mit dem rausgedreht. Und naja, in der Runde habe ich einfach großen Quatsch gemacht. Ich habe irgendwie kein Ziel so richtig verfolgt. Habe gehofft, jetzt im hinteren Feuerwinkel dann Fenrau zu bekommen. Und das klappt wenigstens. Aber er bumpt in mich rein. Das heißt, Asajj hat jetzt nur einen Range 3 Schuss auf Palop, wenn es überhaupt noch passt. Der kleine Projektilradfighter könnte gleich vielleicht schießen. Allerdings kommt zunächst erstmal der Schuss von Fenrau und der alte Terroch kann halt gar nicht schießen. Also einfach nicht gut geflogen von mir an der Stelle. Und insgesamt ist auch mein Versuch, Palop zu jagen, eigentlich gar nicht mal so clever. Ich hätte vorher dann doch ein bisschen langsamer fliegen müssen, einfach konzentriert auf Manru gehen müssen, um dieses große Schiff loszuwerden und dann so ein bisschen mehr die Präsenz, die Dominanz im Mittelfeld zu haben. Ja, er gibt seinen Fokus aus, macht natürlich wieder drei Hits. Wodurch mein kleiner Protektorfighter mit drei Ausweichen und Fokus trotzdem stirbt. Da sind dann in meinem Range 3 Angriff wieder zwei Blanks und ein Hit. Er weicht wieder bequem aus. Ja, zu scheiße fliegen kommt scheiße würfeln. Ist ein bisschen traurig, aber ist egal. Ich habe das Spiel entspannt eigentlich genommen. Hätte zwar mir spannender erwünscht, weil ich eigentlich ganz gerne gegen den Backfire spiele, aber. Naja, so ist es halt, gehört dazu. Und jetzt muss ich gucken, was ich halt draus mache. Insgesamt kann ich aber im Nachhinein, und da auch wieder ein großartiger Verteidigungswurf von mir, da hat er kurz in die Kamera geguckt und bestätigt, dass es bei mir im Wesentlichen an den Würfeln liegt. Sehr nett von ihm, das zuzugestehen, bzw. anzuerkennen. Nee, aber der Plan war trotzdem scheiße. Es verlief zwar nach Plan, aber der Plan war scheiße. Ich hätte nicht Palop jagen dürfen. Ich hätte gucken müssen, dass ich halt wirklich Manru jage. Palop hinterherzusetzen hat mich einfach in schlechte Position gebracht. Und wäre ich da ein bisschen konzentrierter noch gewesen oder hätte mehr überlegt, hätte ich vielleicht den Engage besser machen können. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie das Beste draus rette. Und da Palop momentan so weit weg ist, versuche ich dann jetzt erstmal wirklich den Plan zu ändern und mich auf Manru zu konzentrieren. Das wenigstens das einzige Schiff, das schon Schaden bekommen hat. Und ja, Fenrau hat momentan Stress. Da kann ich vielleicht mit Slicer-Tools schon mal irgendwie einen Schaden reinbohren. Rechne bei Manru jetzt mit so einem grünen Bank. Asajj kann darauf aber jetzt nicht unbedingt setzen. Muss also irgendwie Manöver planen, womit ich auf jeden Fall eine Aktion habe. Und das wäre mit einem 3 geradeaus. Dreiecke rechts geht nicht, weil der alte Terroch halt erst nachher fliegt und noch im Weg steht. 1 oder 2 geradeaus war mir halt zu unsicher, für den Fall, dass Manru doch sich entscheidet, stehen zu bleiben. Manru bankt aber nach außen, verliert den Stress, nimmt einen Fokus für alle. Palop fliegt stumpf geradeaus, nimmt eine Zielerfassung. Na, ich habe mich doch für eine Zweierecke entschieden, weil die dann so gerade eben beim Tier auch noch passt. Kann er jetzt entweder die Slicer-Tools benutzen oder, was jetzt in dem Fall tatsächlich besser ist, ist den mobilen Feuerwinkel zu drehen, um weiter Stress auf die Gegner zu laden und halt auch einen Schuss auf Manru zu haben. Und der alte Terroch schafft es mit seiner Ecke auch Manru in Feuerwinkel zu bekommen. Das heißt, der kann den Fokus dann für meine Flotte nehmen. Warum Fenrau da jetzt 3 geradeaus geflogen ist, weiß ich nicht, aber es kommt mir sehr entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er knallt in Asajj rein. Kann dadurch nicht schießen, ich verteile wieder Stress auf die ganze Truppe und habe jetzt zwei Schüsse auf Manru, bevor Manru dann gleich zurückschießen darf. Das ist jetzt wieder eine Situation, die aus der ursprünglich schlechten Position wieder ein bisschen besser für mich ist. Rein rechnerisch einfach von der Anzahl der Angriffe, die ich machen kann. Und hier sind jetzt auch endlich mal vernünftige Angriffswürfe. Terroch haut jetzt trotz Doppel-Evade durch den Fokus immer noch zwei Schaden raus. Asajj macht drei Schaden mit dem Fokus, die kommen alle durch. Da müssen jetzt, glaube ich, auch die ersten Schadenskarten kommen, genau. Also Manru da schon mal ein bisschen was zugesetzt. Sie feuert zurück auf den alten Terroch mit Zielerfassung.
Wären es zwei Hits und mit Schubdüsen kann ich dann zum Glück ausweichen. Also das dann eine im Vergleich doch erfolgreiche Runde. Überlegung, wo fliegt Manu jetzt hin? Ich denke mal, Einser oder Zweier Ecke, ist ja grün bei ihr. Wird sie jetzt Richtung Terroch fliegen? Das heißt, Terroch muss aufpassen, dass er nicht da reinknallt. Dem gebe ich jetzt also einen Vierer U-Turn. Hinter Manu platzieren, schießen können. Die Aktion kriege ich immerhin über Asajj. Asajj wird jetzt 1 geradeaus fliegen, Fokus sagen, alles easy. Wenn sie 1 geradeaus fliegt, hat der Fenn Rau auch keine Möglichkeit, halt sie zu beschießen, denn entweder knallt er wieder rein oder er macht eine Wende oder sowas. Also habe ich nochmal eine Runde, mich um Manu zu kümmern. Palop da wirklich fernab vom Schuss, kann ich getrost jetzt erstmal ein paar Runden ignorieren. Der sponsert zwar im Notfall da immer den Fokus, was Manu jetzt sowieso schon macht. Da hätte auch mit Manu ohne Probleme eine Zielerfassung nehmen können. Da war ich ein bisschen voreilig, genau. Palop muss vor meinen Schiffen fliegen, das haben wir noch fix nachgeholt. Der fliegt aber ein weißes Manöver, hat deshalb keine Aktion. Deshalb hat Manu jetzt den Fokus für die Schiffe genommen. Alte Terroch macht die Wende, gibt meinen Schiffen Stress, ist aber nicht so schlimm, steht jetzt ganz angenehm hinter Manru und wie erhofft, Fenn Rau bammt hinten in Asajj rein und dann kommt wieder die Kontrollkombo, bekommt dann trotzdem wieder Stress, weil Manru in Range 2 zu Asajj steht. Und dann feuert der alte Terroch mal auf Range 1 hinten in Manru rein. Schafft immerhin 3 Treffer, sogar ein Crit dabei, wie wir gerade sehen. Ist aber nicht so wild, weil er Doppel-Evade hat und er hat schon wieder Doppel-Evade. Bessere Angriffswürfe, aber starke Verteidigung dagegen ist okay. Nur noch jetzt den Schuss von Manru überleben und dann ist die Runde gar nicht so schlecht. Da überlegt er, ob er auf Asajj schießt und ich glaube, er entscheidet sich auch dafür, auf Asajj zu feuern. Genau, gibt den Fokus aus, um eine Zielerfassung zu bekommen, denn er hat den Agromech. Glorreiche Verteidigungswürfe von Asajj, wieder Doppelblank. Ich nehme den Stressmarker weg, um nur ein Schild zu verlieren und damit das letzte Schild zu verlieren. Und muss jetzt wieder eine Runde gucken, wie fliege ich, um Manru zu bekommen. Vor allem, was wird Manru jetzt tun? Manru könnte jetzt geradeaus fliegen, damit Asajj in den Weg fliegen und verhindert, dass Asajj auf sie feuert. Würde allerdings auch verhindern, dass Fenn Rau auf irgendwas schießt. Außer Fenn Rau dreht jetzt rein. Ich versuche mit dem alten Terroch jetzt ein bisschen Manru hinterher zu fliegen. Ist halt nur schwierig abzuschätzen, wo Manru hinfliegen wird. Und er entscheidet sich hier tatsächlich für das Geradeaus-Manöver. Nimmt den Fokus für alle. Palop dreht weiter munter Kreise. Asajj. Wollte ich mit einer Dreier-Ecke halt aggressiv rumfliegen, habe so ein grob bisschen mit dem Bump gerechnet, aber ich kann das auch einfach nicht verhindern. Aber kann jetzt dadurch ein bisschen meinen Winkel wieder drehen, dadurch, dass sich die Schiffsposition etwas ändert. Also ich drehe nicht den Feuerwinkel an für sich auf eine andere Position, sondern ich drehe das Schiff auf eine andere Position, dadurch spanne ich den Winkel anders auf. Und Terroch ist halt 3 Grad ausgeflogen, in der Hoffnung, dass wenn Fenrau jetzt genau dieses Manöver macht, er reinknallt. Um es genau zu machen, präzise zu machen, markieren wir Asajj und Fenn Rau prallt leider nicht in den alten Terroch. Und das wird jetzt böse, denn auch wenn ich den Titel habe, wird der alte Terroch jetzt 5 Würfel auf meinen lieben alten Terroch schießen. Ich schmeiß ihm zwar den Fokus weg, aber ja, Manru, hey, da ist der Fokus wieder. Alle haben Stress und jetzt kommen 5 Würfel mit Tagelog, mit Fokus gegen meine 3 Verteidigungswürfel plus Fokus plus Titel. Ja, er gibt das Tagelog aus für einen extra Wurf. Er hat nun, glaube ich, irgendwas, weiß ich nicht mehr was genau. Ja, mit Fokus sind das wieder 5 Hits. Ich kann mit Titel zwar insgesamt 3 ausweichen, aber das sind immer noch zu wenig, weil ich vorher schon mal ärgerlicherweise 2 Schaden gekriegt habe. Also ist der alte Terroch platt. Da wieder einfach zwar nicht die Runde an sich ungünstig, sondern einfach ein bisschen Pech gehabt, dass der Bump nicht geklappt hat und irgendwie im Vorfall schon blöd 2 Schaden gekriegt. Bei 5 Angriffswürfeln mal einen Blank dazwischen zu haben, wäre zwar schön gewesen, ist dann aber halt nicht so. Und jetzt muss Asajj dann es irgendwie alleine reißen, aber es wird zunehmend anstrengend, das Spiel.
Und da Manru halt immer noch lebt und auch meinen Angriffswurf gegen Fenn nichts gemacht hat, weil der hat halt auch einfach mal vier Verteidigungswürfel, werde ich da ein bisschen ideenlos. Manru wird jetzt weiter irgendwie im Weg rumstehen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich von der wegkomme. Muss aber gleichzeitig gucken, dass ich nicht zu sehr von Fenn rau bearbeitet werde, denn wenn der jetzt auf Reichweite 1 5 Würfel auf Azar schmeißt, dann ist Azar auch nicht mehr lange dabei. Manru fliegt hier 1 geradeaus. Und dann kommt erstmal wieder Palop, der immer noch weiße Manöver fliegt. Azash zieht mit der Dreiecke rum, um auf jeden Fall nicht mit Meru zu bumpen, dreht den Feuerwinkel nach hinten. Denn auf Fenn rau zu schießen bringt einfach momentan nichts. Habe auch darauf gehofft, dass er Disengage macht. Er auch. Hätte er mit einer Zweiecke reingedreht, wäre vielleicht gebumpt. Wenn nicht, hätte er mir jetzt mit 5 Würfeln volles Rohr einen reinsetzen können. So in der Situation kann ich jetzt hoffen, vielleicht etwas Schaden auf Manru zu machen. Es sind immerhin zwei Hits. Die Kippe würfel ich neu, bleibt aber bei einem Hit. Also sind es insgesamt drei Hits sogar. Und damit kriege ich Manru kaputt. Also immerhin etwas erledigt. Und jetzt muss Azash ja nur noch den Scum-Abfangjäger der Wahnsinnigkeit und den Fokus-Kontrollmeister der Wahnsinnigkeit bearbeiten. Aber hey, sie ist Stressmeisterin der Wahnsinnigkeit, also go, go, schafft sie schon. Feuerwinkel ist immer noch hinten, ich muss also meine Aktion aufwenden, um den Feuerwinkel zu drehen und sollte jetzt versuchen, ein Dreier-Manöver zu fliegen, um dann durch das gyroskopische Zielsystem den Feuerwinkel weiterzudrehen, damit ich das nicht halt jedes Mal mit Aktion machen muss, sondern meine Aktion auch wieder sinnvoll nutzen kann. Ich schraube ihm den Stress weg mit den Schwarzmarkt-Tools und verpasse so Fenn rau eine erste Schadenskarte. Ist die sicherste Möglichkeit eigentlich, ihm eine Schadenskarte zu verpassen. Auch wenn es nur eine 50-50-Chance ist und voraussetzt, dass ich ihm Stress verpasst habe, ist es immer noch besser als irgendwie ein 3-Würfel-Angriff ohne Fixing auf ein 3- bis 4-Würfel-Verteidigungs-Fenn rau mit Fokus. So, mein Range-3-Schuss auf Palop, der durch ein Hindernis, genau, der Schuss ging durch ein Hindernis auf Reichweite 3, dann da auch einfach ausweicht und die Zwillingslasergeschütze zurück, verpassen mir die erste Schadenskarte, verpassen mir die zweite Schadenskarte und Asage ist runter auf 5. So, Feuerwinkel drehen, ich sehe es nicht so recht, aber ich glaube, ich habe ihn nach vorne gedreht. Versuche jetzt halt wieder aggressiv in die Mitte reinzufliegen. Fenrau steht halt vor mir weggedreht. Palop wird wahrscheinlich seine Kurve im Bild nach rechts, also von sich aus nach links fliegen, um zwischen den Steinen hindurch wieder zu disengagen. Genau so. Und ich habe deshalb den Vollwinkel auch nach vorne gestellt. Ich hätte ihn rechts stehen lassen, aber ich habe ihn nach vorne gestellt, um quasi so ein bisschen Druck zu machen, dass er auf jeden Fall in die Richtung fliegt. Ich hätte ihn eigentlich auch rechts lassen können, da ich ja eh vorne den primären Feuerwinkel habe. Und jetzt in der Situation die Stresskontrolle auch nicht so hundertprozentig wichtig ist. Kann aber jetzt in der Situation halt, dadurch, dass ich den Winkel zurückgedreht habe, auf jeden Fall Palop stressen. Und habe halt jetzt einen Schuss ohne Fixing. Muss man halt einfach mal riskieren. Ist ein Treffer, wird ausgewichen. Ist dann halt so. Jetzt die Frage, wo setze ich halt weiter nach? Fliege ich weiter hinter Fenn Rau her oder fliege ich weiter hinter Palop her? Ich entscheide mich dazu, erstmal hinter Fenn Rau her zu fliegen, denn da kann ich gerade mit den Schwarzmarkt-Tools noch weiter dran arbeiten. Palop geht in, aktiviert sein Tarnsystem. Weiß ich nicht genau, wieso gerade in der Situation. Ich verpasse ihm die zweite Schadenskarte durch die Schwarzmarkt-Tools. Somit ist Fenn Rau jetzt runter auf zwei Hüllenpunkte. Macht einen Boost in Sicherheit. Hat keinen Fokus. Also könnte ich jetzt auf Reichweite 3 durch ein Hindernis vielleicht es versuchen, ihm ein bisschen Schaden reinzusetzen. Aber ich habe kein Fixing. Er hat kein Fixing, abgesehen von den Schubdüsen, der, glaube ich, hat. Also hat er im Vergleich zu mir unendlich Fixing. Aber ich muss es versuchen. Ich muss einfach auf den Luckshot hoffen.
Er ist mir nicht gegönnt, aber den habe ich jetzt da auch nicht wirklich erwartet. Die Tarnvorrichtung von Palop fällt nicht aus. Die Tarnvorrichtung des Abschaums ist nicht ganz so zuverlässig wie die von den Imperialen. Ich drehe meinen mobilen Feuerwinkel nach links, denn ich werde jetzt eine Ecke nach rechts fliegen, eine Dreiecke. Eigentlich relativ offensichtlich das Manöver, finde ich, aber viele andere Möglichkeiten habe ich gerade nicht, was Überraschendes zu planen. Palop möchte jetzt schon wieder enttarnen, so wie es aussieht. Ich habe noch mal kurz auf das Tarngerät geguckt, wie da die Formulierung war, ob man einen Angriffs- oder einen Verteidigungswürfel wirft. Was eigentlich egal ist, dass ich glaube, auf dem Auge ausfällt und beide Würfel die gleich wieder Augen drauf haben. Er will doch seine Tarnung aufrecht. Möchte doch nicht enttarnen, wie es aussieht. Und fliegt einfach erstmal weiter weg und nimmt einen Fokus. Versucht das also jetzt hier so ein bisschen sicherer zu machen, Palop nicht zu verlieren und mit Fenrau dann quasi den Sack zuzumachen. Was auf jeden Fall gut funktionieren kann, denn Fenrau macht einfach mal auf Reichweite 1, in der er jetzt gerade ist, einen 5-Würfel-Angriff. Nimmt sich hier ein zusätzliches Fokus, geht auf jeden Fall auf Defensive, hat ja auch, glaube ich, schon einen Tagelog, wenn ich es richtig sehe. Ja, hat er. 5-Würfel-Angriff, mal gucken, was passiert. Ein Blank, Reroll, 5 Treffer. Ich kann einem ausweichen, so wie es aussieht. Gebe den Fokus aus für 2, nehme den Stress weg für einen dritten. So kriege ich nur 2 Crits, denn es waren auch noch 2 Crits dabei. Der eine sieht nach Double Damage aus, den anderen weiß ich gerade nicht mehr genau. Ich glaube, Kollisionen machen weiter Schaden bei mir. Mein Angriff auf Fen bringt nix. Tarnsystem fällt immer noch nicht aus. Und jetzt wird es schwierig. Ich drehe den Feuerwinkel nach hinten und versuche jetzt irgendwie Fen so ein bisschen in eine Falle zu locken. Ich versuche jetzt mit einer Ecke nach links ihn zu überraschen, ihn eventuell im Feuerwinkel zu kriegen, ohne dass er mich sieht, ihm auf jeden Fall Stress zu verpassen und dann in den folgenden Runden immer über die Aktion wird er mit den Slicer-Tools ihn auseinanderzuschrauben. Palop-System ist anscheinend ausgefallen. Na, okay, erstmal habe ich die Ecke noch nicht gemacht. Ich bin erstmal in 1er Bank geflogen. So bin ich etwas sicherer, dass der Bump funktioniert. Er fliegt auch eine 1er Ecke. Bleibt dann auch definitiv an Asajj hängen, aber leider nicht im Feuerwinkel. Jetzt kommt definitiv aber die zweier Ecke und muss dann mit meiner Aktion erstmal den Feuerwinkel drehen, damit ich überhaupt Fendenrau einen Stressmarker verpassen kann, denn in den hinteren Feuerwinkel wird er jetzt auf jeden Fall nicht mehr kommen. Und er rechnet definitiv auch mit so einem Manöver, denke ich. Ja, er hat genau damit gerechnet, habe super da mein Vorhaben ausgelesen. Es hätte sein können, also ich hätte überlegen können, in die andere Richtung die Ecke zu fliegen und ihn dann damit vielleicht zu überraschen. Denn dann wäre er jetzt mit Fenrau echt in einer ungünstigen Situation, in einer ungünstigen Position. Ich habe meinen Feuerwinkel nicht gedreht, so wie es aussieht. Warum habe ich das hier nicht getan? Jetzt bin ich leicht irritiert, weil irgendeine Aktion muss ich ja gemacht haben. Anscheinend habe ich Fokus gemacht. Ich habe nicht ganz damit gerechnet, dass er wieder hinterher setzt. Jetzt ist aber klar, dass er weiter hinterher setzen wird. Jetzt hatte ich ja keine Möglichkeit, anders zu fliegen. Jetzt drehe ich den Feuerwinkel, um ihn Stressmarker zu verpassen. Und diese Runde kommen dann wieder keine Schüsse. Und jetzt stehe ich so ein bisschen vor diesem kleinen Stein. Der ist jetzt ärgerlich. Ich könnte jetzt einen 1-Bank rechts machen. Hat allerdings als Auswirkung, dass wenn Fenrau mit einem 2 geradeaus hinterherfliegt, er mich sehen kann, er mich abschießen kann. Ich habe nur noch 3 Lebenspunkte, das werde ich nicht aushalten. Nur noch 2 Lebenspunkte, Entschuldigung, ist ja ein Double Hit dabei. Das werde ich nicht aushalten. Also muss ich was Riskantes versuchen. Ich versuche wieder eine Zweiecke links, in der Hoffnung, knapp an dem Stein vorbeizukommen.
um dann mit der Aktion halt eine erste Schadenskarte auf Fenrau zu packen. Es ist sehr riskant, es wird verdammt eng mit dem Stein und ich muss hoffen, dass es klappt, um überhaupt in diesem Spiel noch was reißen zu können. Denn auch Palop wird einfach irgendwann mit zwei Schüssen mich auseinanderballern. Da kann ich auch nicht viel entgegensetzen. Also probiere ich die zweite Ecke und man kann es vielleicht erkennen, wenn ich meine Hand wegnehme, dass sie übers Hindernis zwar drüber kommt, aber leider die Schablone genau drauf liegt. Ich kriege eine offene Schadenskarte, die sagt, würfel einen Angriffswürfel, bei Schaden gibt es noch einen Schaden und ich bin einfach direkt kaputt. Letzten zwei Lebenspunkte dann noch durch so einen Crit verloren. War ärgerlich. Aber ich fand es ein interessantes Spiel. Ich habe am Anfang einfach einen falschen Plan verfolgt. Würfel hin oder her, hätte ich das nicht machen sollen, hätte anders fliegen müssen, um bessere Chancen zu haben. Aber Ergebnis ist, ich bin trotzdem im Cut. Der Backfire hat es auch in den Cut geschafft, aber leider war er am folgenden Tag dann nicht mehr da. Er musste, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, ins Krankenhaus. Das tut mir sehr leid, hier an der Stelle echt nochmal ja, was soll man sagen, Entschuldigung, gute Besserung oder was auch immer an den Backfire. Echt schade, dass er es nicht mehr dann zum zweiten Tag geschafft hat, den Cut mitzuspielen. Ich selber war drin als insgesamt Siebter von Achten. Durfte ich mitspielen, musste also dann gegen Platz 2 quasi antreten. Und ja, der Cut wird an einem anderen Tag gespielt, das heißt einmal nach Hause gehen, ausruhen, so ein bisschen Ruhe sich gönnen, bevor man am nächsten Tag dann den Cut spielt. Und insofern ist es dann auch schon für dieses Video. Also wir halten fest, es ging nach Plan, der Plan war scheiße. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim ersten Spiel des Cuts. Mal gucken, wie weit ich komme.